Herr Lewitz, Sie sind 1923 geboren, sind 94 Jahre alt, einer der letzten Überlebenden des KZ Mauthausen. Jetzt haben wir in dieser ersten Maiwoche diese ganzen Gedenkfeiern. 5. Mai, Befreiung des KZ Mauthausen. Richtig. Am 8. Mai am Heldenplatz das Fest der Freude. Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Nicht gut. Weil es kommen wieder verschiedene Erinnerungen. Wissen Sie, es geht immer etwas Neues. Ui, habe ich das überlebt? Die Situation, die Lage, wie es damals war. Man könnte Bücher schreiben, weil man kann gar nicht das alles merken. Es geht gar nicht rein in den Kopf, was sich da abgespielt hat. Mhm. Und es tut nicht gut. Seelisch knabbert es. Sie wurden in Polen geboren, sind dann eigentlich zu Kriegsbeginn in mehrere Lager gebracht worden. Ja, sehr richtig. Und waren auch in diesem berüchtigten KZ Plaszów. Mhm. Und da war der Kommandant Amon Göth. Sehr richtig. Den werden viele wahrscheinlich kennen durch den Film Die Fälscher. Amon Göth steht am Balkon und er schießt in der Früh Juden aus reiner Freude. Wie haben Sie Amon Göth erlebt? Erste Begegnung war, ich war zufällig damals übernachtet gehabt in der Spenglerei sozusagen. Später bin ich dann auf eine andere Station gekommen und der Herr Göth ruft an, seine Toilette funktioniert nicht. Und es bleibt mir über, raufzugehen in seine Villa. Und ich muss gestehen, ich bin von einer kleinen Stadt in Polen. Unsere Toilette war ein Hof. So eine Toilette habe ich mein Leben noch nicht gehabt, gesehen. Und ich stehe beim Göth mit seiner Toilette und soll das reparieren. Und was macht man da? Ich habe es erst aufs komplett zerlegt und dann habe ich es zusammengestellt, es hat funktioniert. Ich weiß bis heute nicht wieso, aber es hat funktioniert. Das war meine erste Begegnung. Und bekommen damals, kann man sagen, fast einen Eimer mit Essen von dem Hundefutter. Das war wunderbar. Die zweite Begegnung war, da ich in alle Lager gehen konnte, bin ich natürlich nach der Arbeit, nach der Schicht reingegangen, war meine Mutter in Frauenlager mit meiner Schwester. Bin ich reingegangen zu besuchen. Und in den Baracken im Plaszów durfte man nicht mit Schuhen gehen. Ich musste die Schuhe ausziehen. Ich habe natürlich verweilt bei der Mutter und bei der Schwester und so. Und gegen Abend war Nacht. Ich habe mich verabschiedet und habe die Schuhe angezogen und habe sie nicht mehr zugebunden. Ich gehe raus vom Frauenlager und der Göth steht vor mir. Aber ich melde gehorsam auf Inspektion. Ich kann nicht sagen, dass wir werden, auf Inspektion. Und der schaut mir an und sagt mit offenen Schuhen und hau ab, sonst knall ich dir über den Haufen. Das war natürlich eine. Noch einmal wollte ich es nicht sagen, da war ich weg. Und die dritte Begegnung war, ich war als Zeuge beim Mauthausen-Prozess, der stattgefunden in Dachau. Da war ich als Zeuge. Und der Staatsanwalt, der war mit noch einem Kollegen, sagt dann am 5. Nachmittag, hat die ganze SS, die was zusammengefangen, die Amerikaner, haben sie in Dachau reingegangen, in dem Lager, wo das KZ war. Er wird mit uns reingehen, weil er kennt mich reingehen, vielleicht werden wir jemanden erkennen. Und wir sind reingegangen, ich weiß es, den ersten Tag und den zweiten Tag. Und ich schaue und ich sage zu meinem Haus, das ist doch der Göth. Und er schaut und sagt, natürlich, wir haben das gemeldet. Er hat abgeschaltet, er heißt nicht jetzt um Gott, aber es hat ihm nicht genützt. Das heißt, Sie haben dazu beigetragen, dass Amon Göth verhaftet worden ist und ausgeliefert worden ist. Wie war diese Begegnung oder wie haben Sie sich da gefühlt? Fühlt man das etwas wie eine Genugtuung? Nein. Ich muss ehrlich gestehen, weil, wie gesagt, während meinem Prozess, damals sind doch sehr viele verurteilt worden zum Tod, aber ich finde kein Genugtuung dabei. Warum
Vielleicht hat es mit der Religion etwas zu tun, weiß es nicht. Kann nicht sein. Warum? Menschenleben, es ist Menschenleben. Das sind Verbrecher gewesen, effektive Verbrecher. Aber keine Ahnung. Ein paar KZ-Überlebende haben gesagt, es gibt in jedem Menschen so einen Funken Hoffnung. Sehen Sie das auch so? Ja, wenn der Funken Hoffnung nicht da wäre, hätte niemand überlebt. Wir haben mal 1000 oft bekommen, Gras zu essen, gekochtes Gras. Wir haben im 1000 bekommen, es hat geheißen Brot. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das war gemahlenes Holz mit Teig vermischt. Unser Brot wurde auf 14 Personen gegeben, für 14 Personen, ohne es geschnitten zu haben, den ganzen. Am Messer durften wir natürlich nicht haben. Das müssen Sie sich vorstellen. Wissen Sie, waren solche Kleinigkeiten, die nur zu quälen. Ich habe mein Leben nicht vergessen, bei dem Brot, der Netmat, natürlich haben sie gemacht am Messer, selbstverständlich. Aber wie das Messer ausgeht, können Sie sich vorstellen. Man hat es geteilt und zwei Brüder haben gelost, welches wisst, rechts oder links. Vielleicht ist es drei Brezel mehr gewesen. Das sind Bilder, die nicht aus dem Kopf gehen. Bei zwei Brüdern. Kennen Sie vorstellen, wie weit sie haben uns gebracht? Gehen wir nochmal zurück ins KZ Plaszów. Ja. Sie wurden dort ja angeschossen. Ja. Und haben mehrere Monate, wurden dann von Ihrem Vater versteckt. Mhm. Was sind da Ihre Erinnerungen? Ehrlich gestanden, der einzige Erinnerung habe, die Schmerzen, ich habe effektiv gefault. Sie müssen sich vorstellen, man nimmt mit der Taschenmesser raus drei Kugeln, ohne Verband, ohne Medikament. Und so bin ich gelegen. Die Schmerzen, unbegreifbar. Schon das Herausnehmen der Kugel mit der Taschenmesser, die Schmerzen. Und das Einzige, was ich wirklich gut erinnern kann, eines schönen Tages, weiß nicht, wie viele Monate ich so gelegen bin, und jetzt schaue ich, ich habe eine Wunde gesagt, es bindet sich wie ein Häutchen, wie, wissen Sie. Und wie der Vater gekommen ist, habe ich gesagt, Vater, wir haben gesagt, Vater, wir haben Tatschi, nicht also Tate, Tatschi. So, ich will Hitler überleben. Hat er geglaubt, darauf sage, schau, es heilt. Und dann ist es wirklich sehr rasch gegangen. Es ist unfassbar, wie das schnell hat angefangen zu heilen. Ein Geschoss war ja dumm, dumm. Wissen Sie, was das ist? Nein. Es reißt um alles. Mhm. Und ich habe hier so eine Vertiefung, wie es zusammengewachsen ist, natürlich ohne, nur von sich selber. Und da habe ich eine ganze Vertiefung. Ich kann ja auch heute nur sitzen auf Polster. Ich kann auf einem Atemsessel nicht sitzen. Sie sind dann 1943 nach Mauthausen deportiert worden. Was war da Ihr erster Eindruck von diesem Lager, wie Sie angekommen sind? Schreck, ein Schreck. Ganz einfach, wie gesagt, Sie haben immer getrachtet, uns zu erschrecken oder zu erniedrigen. Ganz egal. Der Transport nach Mauthausen von Plaszów hat gedauert 3 Tage, 3 Nächte. Das müssen Sie sich vorstellen. Ohne Essen, ohne Trinken. Man hat alles im Waggon gemacht. Es waren über uns Leute in einem Waggon. Auch die menschlichen Bedürfnisse. In den Waggons. Ich schätze, mindestens 30% ist lebend nicht angekommen in Mauthausen. Das war entweder in August oder im September. Die Hitze und wie in die enge Waggon, ohne
allem. Aber diese Transporte, die haben ja sehr viele Menschen auch mitbekommen zu dieser Zeit. Ja. Haben Sie denn da eine Wut empfunden, dass man da nichts dagegen getan hat oder dass Menschen einfach nur zuschauen, wie sie da deportiert werden? Es ist unverständlich und unbegreiflich, dass man wirklich, man hat gewusst, sagen wir, beim Transport war Risiko. Es war 50-50, meine ich nach. Entweder in der Gaskammer oder in ein anderes Lager. Das hat man gewusst. Und jedes gegangen wie das Schaf ins Schlachthaus. Ohne irgendein Muckser. Es ist unfassbar. Damals der Transport hat gehabt über 6000 Leute. Und keiner hat aufgemuckt. Mhm. Und das ist nicht zu verstehen. Und auch die Leute, die gesehen haben, also keine Juden, sondern die Leute, die halt gesehen haben, was mit den Juden passiert, haben Sie das verstanden, warum da niemand eingreift? Das ist ein Thema, was ich nicht anreißen will. Ich nicht darüber sprechen will. Sie haben dann in Mauthausen im Steinbruch gearbeitet. Ja. Das mussten Sie nackt machen und nackt ohne Schuhe. Nackt und nicht ich allein, sondern der ganze Transport, was er überlebt hat. Mhm. Ich war nicht der Einzige nackt. Wir sind 1,1000, haben uns ausgestellt zu 100. Und 100 sind, waren schon mal 1000 oben? Ja. Rückwärts bei der Mauer, heute kann man nicht mehr, damals konnte man durchgehen, bis nach vorne. Mhm. Wir haben das nicht gewusst. Wir haben gesehen, 100 gehen rein und niemand kommt zurück. Mhm. Und das war von denen der Trick, dass sie uns auch schrecken. Also dieser Sadismus, den die SSler gehabt haben. Ja. Und wir sind dann rein in die Baracke, also unter 100, mussten uns runternehmen, was wir anhatten, mussten uns nackt, kontrolliert auch noch nackt, ob mich irgendwo was versteckt ist. Und dann sind wir auf der anderen Seite und wieder rauf. Und dann sind wir rein oben, wo links oben, wo das Begräbnis da oben liegt, Friedhof, das war die Quarantäne. Mhm. Und dort sind wir reingekommen. Und dort sind wir gesessen, in der Nacht, am Boden, einen und anderen so reingesessen. Damit Platz ist, sonst war kein Platz. Kein Bett haben wir nicht bekommen, nichts. So sind wir gesessen. Und wir haben den ganzen Tag nicht, wir haben die Steine getragen, ohne ein Tropfen Wasser zu bekommen. Wir haben am Abend bekommen so ein bisschen Suppe, ein Stückchen Brot, das war alles. Mhm. Diese ganzen Dinge, die Sie erlebt haben, ja, in dieser Zeit, wie sehr wirken die jetzt noch heute auf Sie ein? Seelisch nach wie vor. Ich bin nur, sagen wir, stark, vielleicht durch die Religion. Ich habe sehr oft Depressionen. Und leider, ich bin leukämiekrank auch. Und nach Chemo habe ich auch dazu Depressionen. Also es kommt noch dazu. Aber ich bin stark genug, dass ich dem nicht nachgebe. Sie sind wirklich sehr stark. Ich weiß. Ich bin stark genug, dass ich nachgebe. Ich bin stark genug, damit ich sage, sage nie, ich bin krank. Haben Sie denn, oder verstehen Sie es im Nachhinein, diese Faszination, die die Leute damals für Hitler empfunden haben? Ja. Ich werde sagen, warum. Die Faszination 38, die Faszination 45 in der russischen Zone, die Faszination von Herrn Strache. Sagen wir ganz offen, die Faszination für Frau Le Pen, die Faszination für Herrn Orban. Sollen wir noch weitergehen oder genickt das? Jetzt möchte ich das natürlich nicht vergleichen, diese Rechtspopulisten mit einem Hitler. Das kann man jetzt, glaube ich, oder darf man vielleicht nicht machen. Aber nicht ganz.
Nicht ganz, aber es führt dazu. Die Hitler hat einfach auch nur angefangen, ein bisschen, ich weiß nicht, die Vergasungen sind nicht auf einmal gekommen. Erst war das Arbeitslager, dann war es ein Zwangsarbeitslager und dann war es KZ. Das heißt, wenn Sie so die jetzige Situation beurteilen, also den Aufstieg der Rechtspopulisten, die Flüchtlingskrise, den Umgang mit Flüchtlingen, überhaupt den Umgang der Menschen miteinander. Es gibt Leute, die sagen, das erinnert uns alle sehr an die 30er Jahre. Wie sehen Sie das? Die Presse ist sehr viel schuld, meiner Ansicht nach. Ich werde sagen, warum. Er nennt passiert miese Sachen, sicher. Aber rechnen Sie aus, wie viele Flüchtlinge kommen? 50.000, 100.000 mindestens, sagen wir in Österreich. Vielleicht 200 effektiv miese Täter. Aber dann heißt es die Flüchtlinge. Es hat nicht geheißen, der Moses oder der Jakob. Die Juden, das ist das Gleiche. Verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Es sind so viele tausend Flüchtlinge, die suchen Arbeit, die sind still, wollen sich integrieren. Und nur die Flüchtlinge, weil da ein paar Verbrecher dabei sind. Haben Sie denn Angst, dass sich so etwas noch einmal wiederholen könnte? Ja, für mich nicht. Weil in meinem Alter, was kann schon passieren? Nicht? Für mich ist jeder Tag ein geschenkter Tag. Obwohl, wenn man schaut, die IS, ja. Die machen ja nichts anderes. Es ist ungefähr dasselbe. Sie haben nur keine Gaskammern. Aber sagen wir, quälen Menschen, umbringen Menschen, oder ist dasselbe. Das ist auch Babys zertreten, wie wir immer. Das habe ich doch selber gesehen, wie sie Babys zertreten haben. Ich habe das selber gesehen, wie wir aus Lust Menschen erschossen haben, nur aus Lust. Wie das Krakauer Ghetto liquidiert wurde, ist der Ghetto gestanden hinter Maschinengewehr, in der Badehose. Man soll nicht mit dem Finger Fremde zeigen. So Europa, ich sage nicht Deutschland oder Österreich, ich sage Europa. Deutschland, Österreich waren die Täter, aber die Mithelfer, nennen Sie mir eine Nation Europa, die nicht mitgeholfen hat. Jeder schreit nur auf Deutschland, Deutschland, Österreich, Deutschland, Österreich. Wo waren die anderen? Erkennen Sie denn in der jetzigen Situation ein bisschen mehr Solidarität? Nein. Wissen Sie, es gibt, eine sagen hier, der Wohlstand, die andere sagen hier, damals was passiert, was Arbeitslosigkeit, was Armut. Also, das Tier ist im Menschen vorhanden. Und nicht das Raubtier, der Leben ist kein Raubtier. Er holt sich was essen, dann liegt er ruhig. Das größte Raubtier ist der Mensch. Es hat eine Befragung in Österreich gegeben, ja, unter 1000 Menschen, und da haben auf die Frage oder auf die Feststellung, man sollte einen starken Führer haben, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss, haben 23% der Befragten mit Ja geantwortet. Vor 10 Jahren waren das nur 14%. Warum glauben Sie, ist das so? Warum wünschen sich die Menschen so einen starken Führer? Weil die Menschen sind wieder, der große Fortschritt ist nur technisch, aber nicht menschlich, nicht human. Im Gegenteil, ich kann sagen, warum. Die Menschheit allgemein ist sehr, sehr stark abgesunken. Ansonsten wäre es nicht möglich, dass in Amerika ein Trump als Präsident wählt. Die Menschheit ist wieder komplett runter abgesunken, Menschheit, Menschlichkeit. Aber warum? Weil man irgendwie vielleicht der Mensch hat sich nicht mehr
weiß nicht, wie ich ausdrücken soll. Er braucht nicht mehr zeigen, dass Mensch. Mhm. Weil es allgemein ist. Und wenn er zeigt, der Mensch ist er Depp heute. Wenn sie heute jemandem helfen, sind sie Depp. Heute will jeder nur, die Gier ist so groß, dass man keine Rücksicht auf gar nichts nimmt. Jetzt gibt es viele Menschen, vor allem Jugendliche, die sagen, das ist schrecklich, was in dieser Zeit passiert ist, aber bitte lasst uns damit in Ruhe, weil wir können nichts dafür und irgendwann muss man auch einmal vergessen können. Ja. Was sagen Sie solchen Menschen? Das ist nicht heute die Jugend. Ich will Ihnen etwas erzählen. Ich hab sehr viele Freunde und wir waren im Gasthaus, ich denke, mein Bier, da haben was gegessen. Und da war damals der Eichmann-Prozess. Und da äußert sich einer, was sagt er, aber es wäre Zeit, dass ihr aufhört, darüber schon zu reden. Schon damals, also ist nichts was Neues. Ich habe gesagt, du hast recht, nur ich hätte gerne, ich wünsche es nicht dir und niemanden, dass er zuschauen, wie sein eigenes Kind zertreten wird. Oder vergast oder anders. Am nächsten Tag ist gekommen, einer von den Herren sich entschuldigen, so ihr habt das wahre Gesicht gezeigt. Ich will nur sagen, wo der Fehler liegt. Wissen Sie, wenn ein Unkraut rauswächst, Sie schneiden es immer weg, es wird immer wieder kommen. Sie müssen es mit Wurzeln rausnehmen. Das war bei den Nazis dasselbe, das war beim Kommunismus dasselbe, hier gibt es immer dasselbe, es wird immer schlimmer. Weil die Wurzel wurde nicht entfernt. Es sind geblieben dieselben Richter, die Blutrichter, dieselben Professoren, dieselben Lehrer. Und dann ist noch eine Krankheit dabei. Es gibt fast keine Familie, ob es Deutschland ist, die nicht tätig dabei war. Und das ist ein Problem. Das heißt, was wäre Ihre Botschaft an Jugendliche oder überhaupt an die Menschen, die diese Zeit nicht erlebt haben? Sie sollen sich bedenken, dass sie Menschen sind. Das Einzige ist, menschlich sein. Es ist ganz egal, ob es schwarz oder braun oder rot. In Aussehen meine ich. Er ist ein Mensch. Er hat eine Seele. Herr Lewitt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und danke, dass Sie darüber gesprochen haben. Danke.